Für den einen ein Haufen Dreck. Für Wolfgang Steger wertvolles Baumaterial. Dieser Lehm hat schon einmal in den Wänden des ungefähr 200 Jahre alten Häuschens gesteckt. Nachdem einige Balken ausgetauscht wurden, kommt die Masse jetzt einfach wieder rein in die Gefache. Hier gerade in der Pfalz gibt es viele Lehmvorkommen. Und das hat man einfach mit Stroh vermischt dann entsprechend. Und dann hat man das als Baustoff genutzt. Also für Wände auskleiden, für die Decken. Das ist idealer Stoff als für Wärmedämmung. Atmet sehr aktiv, transportiert Gerüche raus. Und dann wird er so richtig reingepresst, genau zwischen diese Geflechtstangen hier. Und er verkrallt sich dann. Und wenn er trocknet, haben sie nachher eine ganz feste Wand. Und weil er den Lehm so liebt und so gerne daran herumpuzzelt, hat sich der 71-jährige pensionierte Lehrer bei seinen Nachbarn einen Spitznamen erarbeitet. Das waren die Bewohner von Erfeiler. Die haben mich immer, wenn bei schweren Unwettern die Regenwalze mir den Lehm so ein bisschen ausgewaschen hat, haben mich dann bei der Reparatur gesehen und haben sie gesagt, ja, du bist der Lehmknottler wieder unterwegs. Ne? Macht wieder seine Reparaturarbeit. Und seit der Zeit habe ich den Titel dort, der Lehmknottler. Die Leidenschaft für alte Bausubstanz teilt der Lehmknottler mit seiner Frau. Inge Steger hat das kleine, verfallene Häuschen in Wolmesheim entdeckt und gekauft. Für 9.500 Euro. Allein die Größe hat mich total beeindruckt. Ich fand es so faszinierend. Ich bin vorbeigefahren, habe zufällig ein Schild am Fenster gesehen und habe sofort gebremst und habe gesagt, das möchte ich haben. 11 Jahre ist das jetzt her. Die Sanierung eines denkmalgeschützten Hauses kostet Zeit und Geld. Zeit war für die ehemalige Pflegemutter lange Mangelware. Jetzt hat sie ihren Beruf aufgegeben und widmet sich mit ihrem Mann der gemeinsamen Leidenschaft. Alles, was geht, machen sie in Eigenleistung. Und Material sammeln sie immer dann, wenn in der Umgebung mal wieder ein altes Haus abgerissen wird. Das ist von einer alten Wohnungseingangstür, das Seitenteil. Und da ist eine Klingel zum Drehen. Da steht sogar noch drauf, bitte drehen. Und wenn man das dreht, dann hören die Leute drin, dass da jemand rein möchte. Wo die Klingel später einmal läuten wird, weiß die 60-Jährige noch nicht. Aber von den alten Fichten- und Kieferdielen haben schon einige ihren Weg in die Küche von Wolfgang Steger gefunden. Er hat vor 12 Jahren sein Häuschen in Erfweiler gefunden und angefangen zu sanieren. Die Liebe zum Lehm hat ihn und seine Frau letztlich zusammengeführt. Bei einer Art Baustellenbesichtigung. Ich hatte ja schon Besucher oder Besucherinnen, die mal gerne reinschauen, was der Lehmknottler alles so macht hier. Dann habe ich sie auch nach oben geführt, dass ich da oben erstmal meine Unterkunft habe. Und das war immer sehr abenteuerlich, diese steile Stiege hochzugehen. Und dann haben die sich immer sehr angestrengt festgehalten, um da auch wieder runterzukommen. Und sie ist da hochgeflogen und auch genauso schnell wieder runtergekommen. Und ich habe das dann Baustellen erproben und habe gesagt, diese Frau hat den Gazellentest bestanden. Inge Steger hatte schon selbst eine alte Mühle in Bad Bergzabern wieder hergerichtet. Daher weiß sie, dass man einen langen Atem braucht beim Renovieren. Er ist Lehrer, hat eine Pension, also das bräuchte er wahrscheinlich nicht, in so einem bescheidenen Häuschen wohnen. Und er macht es mit Begeisterung und aus Leidenschaft und das hat mir total imponiert. Und dann auch die Tatsache, dass er so in dem halbfertigen Haus schon wohnt und es Stück für Stück macht. Stück für Stück soll jetzt auch das Haus in Wolmesheim fertig werden. Hier wollen sie zusammen einziehen. Bis dahin müssen sie noch ein bisschen knoddeln. Aber gemeinsam sind sie schon weit gekommen. Musik.